Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Parco Fortuna, das Yoshi-Karussell. Das sechste Kapitel in dieser Welt. Na dann, Yoshi will bestimmt irgendwas. Es geht ja auch um ihn. Er will eine Kokosnuss, okay. Die bringen wir ihm. Falls wir das können. Können wir nicht mehr, okay. Hey, du Held! Hast du schon das Yoshi-Karussell probiert? Nicht genügend Yoshis, sagst du? Was bildest du? Oh ja. Der orangenfarbene ging kaputt, ich vergaß. Das Geld für die Reparatur war nicht da und wir entfernten ihn. Orangefarbene Yoshi ist weg. Was hat das so bedeuten? Dass wir einen orangefarbenen Yoshi finden müssen? Ich habe keine Ahnung, was das so bedeuten hat. Was können wir denn die anderen Leute noch sagen? Hey, da haben wir das Yoshi-Karussell. Kennst du Yoshis? Na klar. Die Insel war früher ihre Habitat. Aber sie sind verschwunden. Und du hier? Ich liebe die Sonne, aber oh, sie ist so hell. Hier, Kleiner, trage meine spezielle Sonnenbrille. Sehr cool. Du bist gestylt. Sprich mich an, wenn du sie nicht mehr benötigst. Nice. Ja, Mann. Mario mit Sonnenbrille. Einer auf richtig cool. Damit können wir durchstarten. Nun guckt sich einer diesen Spacken an. Sucht Stress EF, Alter. Aber okay. Was willst du, hä? Hä? Sein Ernst? Und dann berühren wir ihn einmal, weil wir auf ihn rausspringen? Und was will er haben, ist ja auch die Frage, ne? Was will er haben? Er will eine Kokosnuss. Banane wäre hier gewesen. Ananas ist hier. Nur eine Kokosnuss weiß ich gerade nicht. Vielleicht ja hier irgendwo. Ne, hier ist Durian. Ah, hier ist die Kokosnuss. Okay. Diese kleinen Cooper-Panzer schmeißen ihre Cooper-Panzer. Kleine dumme Coopers. Das haben wir erstmal Yoshi. Ah.
Aber wenn wir sie besprühen, dann werden sie zu so einer Wolkenmasse, okay? Weg mit dir. Aber sie werden auch wieder ganz normal auf jeden Fall. So. Hier sollten wir hin. Sieh dir das an, nur der orangefarbene Yoshi ist weg. Was hat das so bedeuten? Okay, unser Yoshi muss orangefarben sein. Also essen wir am besten jetzt so lange Früchte, bis wir einen orangenen Yoshi haben. Jetzt sind wir ein lila Yoshi. Warte. Wir wollen die Banane essen. Das ist ein echt cooler Sprung. Jetzt haben wir einen orangenen Yoshi. Womit man auch richtig weit kommt. Wir sind über das Karussell gesprungen. So, jetzt aber. Ein orangener Yoshi! Oh nein! Wir werden in ein Level geworfen! Was zum Teufel? Okay. Der Yoshi-Parcours oder was? Okay, Leute. Nice. So weit, so gut wären wir schon mal. Okay. Auf das blaue Yoshi-Ei. Auf das schwarze, auf das grüne. Okay. Wir kommen den ganzen langsam näher hier. Wie lange fliegt das Grüne? Okay, das... Ach Mann! Warte, fall doch nicht hier runter! Aber das war wieder zu weit. Das habe ich überschätzt. Schade. Das war mal ein geiler Sprung. Schön. Also wieder auf das rote, viereckige Ei. Dann auf das. Dann auf das graue. Und dann auf das blaue. Und nun müssen wir das richtig abpassen. Schön auf das. Auf das grüne. Jawohl, und auch noch auf das rote. Da sind wir weiter. Ja. Okay. Okay, diese Plattformen sind leicht zu erreichen. Was ist das eigentlich für eine Plattform? Eine Eisplattform oder was? Ich guck mir die mal genauer an. Aha. Aus Eis besteht die also. Ich hoffe, die ist nicht nötig. Jetzt wird es ekelhaft. Wegen der Kamera. Aha. Okay. Warte. Okay.
wir sind ganz oben. Wunderbar. Also, wir dürfen das hier nicht verkacken. Und wir haben es nicht verkackt. Wunderbar! Easy! Nach ein paar Versuchen haben wir es geschafft. Wunderschönes Ding. Gleich mal safen. Da haben wir die ersten 50 Signs. Ich glaube, da fehlen nur noch 70, weil es gibt 120 Shine-Sprites, ne? Ja, wir werden eh nicht alle machen wahrscheinlich, aber die meisten, die meisten. So richtig asi-hafte Shine-Sprites lasse ich aus, weil... Ja, auch selbst wenn ich Mario Odyssey bringen würde, ich würde niemals dieses Seilspringen machen. Zumindest das Seilspringen nicht, weil das ist richtig asozial. Des Todes, Leute. Das könnt ihr euch nicht geben. Gut. Wir machen gleich das nächste Level. Von dieser Welt. Das vorletzte nämlich. Und zwar Mario Morgana im Park. Das wird eine lustige Hetzjagd. Wir müssen Mario Morgana nämlich im Park jagen. Hier wird er uns schon angezeigt. Ist er denn ein kleiner Knick? Mann, du kleiner Ficker, Digga. Es haben wir ihn mal selber geschockt. Kommt davon. Gut, der ist halt verschwunden. Wir müssen ihn nur oft genug treffen, dann kann er uns nicht mit seinem Schabernack aufhalten. Und viel braucht es ja wahrscheinlich auch nicht mehr. Okay. Da ist er, da ist er. Er rennt aber immer seine selbe Runde, oder? Bemerke ich gerade. Und jetzt, wo er merkt, dass ich hierher komme, rennt er wieder zurück. Kein Knecht. Aber er ist auch schlau, ne? Er rennt uns um. Ja, du kleiner... Lass mich in Ruhe! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ach, da vorne. Jetzt sind wir aber schon so ziemlich am Limit.
könnten gleich sterben. Er ist aber auch wirklich ein Fieser, ne? Was verträgt er denn alles? Wir müssen den so oft jagen. Mann, diese Scheiße! Der Dreckskerl schafft es noch, dass wir sterben. Endlich liegt er. Meine Güte. Verflixt, das werde ich mir merken. Merk dir das mal so viel du willst, du neine Nervensäge, du. Und gib mir die Scheine gefälligst her. Sichern. Dann holen wir uns das doch von den blauen Münzen, die wir gesammelt haben, wo wir ja fleißig waren, auch noch den Stern. Die Schein. Ich verwechsel das immer wieder. Mario macht seine Arbeit richtig gut. Okay. Hier am Rhein und holen wir uns unseren 51. Schein. Habe es, genügend Münzen. Ja, 12 Stück. Jawohl, und damit haben wir in diesem Part 3 Scheins gefunden. So lobe ich mir das. Beziehungsweise 3 Stück gesichert. Bis dahin, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mario Sunshine. Yeah.